Willkommen zurück in meinem Leben. Es ist Mittwoch. Nachdem meine Mutter nicht da ist, darf ich mir erstmal selber was zu essen machen. Und dann habe ich einen Call mit dem Kani. Kani, wenn du das siehst, Grüße an dich. Freue mich schon drauf. Und was danach ansteht, muss ich erstmal noch planen, weil ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe am Vormittag an dem Video, was ihr hoffentlich schon gesehen habt, rumprobiert. Und deswegen habe ich keine Ahnung, was jetzt noch ansteht. Aber ihr werdet ja sowieso sehen. Richtig krass gehustelt. Das Video wird für heute leider noch nicht fertig. Das ist immer so, da müsst ihr unbedingt aufpassen. Wenn ihr irgendwas Neues ausprobiert, nicht zum Beispiel eine neue Art von Video, dann plant euch da wirklich absolut genug Zeit ein, weil sonst, ich habe mir zum Beispiel gedacht, ja, ich mache es einfach mal und dann 2-3 Stunden und dann ist das Ding im Kasten. Aber immer wenn irgendwas Neues ist, wird man immer und immer wieder so viel mehr Zeit darauf verschwenden, ich meine, das ist ja gut investierte Zeit, aber es wird trotzdem so viel mehr Zeit brauchen, damit du diese ganzen neuen Dinge lernst, dich mit neuen Webseiten und so weiter auskennst, deswegen plant da immer genug Zeit ein. Habe jetzt auch vergessen, das zu vloggen, aber jetzt geht's auf jeden Fall zum Boxen. Ich mache jetzt nicht mehr diese Online-Dinge, weil, keine Ahnung, das sind ein paar Übungen, wo ich einfach zu ungelenkig dafür bin und zweitens ist da auch ziemlich viel Pause dabei und ich habe gerade überhaupt keine Zeit mehr, um längere Pausen zu machen. Deswegen wird es jetzt so 20-30 Minuten, was weiß ich, High Intensity Training. Und dann war es für heute auch schon. Heute ist so ein Tag, an dem ich am Morgen noch vom Vortag erschöpft bin. Und deswegen ist heute so richtig dieser Tag, wo man sich sagt, okay, also wenn du es wirklich willst, dann musst du auch an solchen Tagen durchziehen. Deswegen mal schauen, wie der Tag wird. Ich habe das Headband hier auf, was arschkalt ist für mein Empfinden gerade, zumindest mit niedriger Willenskraft. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass ich trotzdem durchziehen kann. Und vielleicht auch einfach, ich hatte in letzter Zeit auch das Gefühl, dass Willenskraft auch nur, also dass Willenskraft extrem viel vom Kopf her abhängt. Das bedeutet, dass wenn man sich sagt, ich bin erschöpft, dann ist man auch erschöpft. Wenn man sagt, nee, ja, ich bin nicht ganz frisch, dann ist man relativ frisch. Deswegen, mal schauen, wie es geht. Um euch darüber aufzuklären, was ich da jetzt gerade mache, das ist die Wim Hof Methode. Darüber könnt ihr euch im Internet genauer belesen. Ihr werdet es gleich sehen. Es geht darum, dass man jetzt sozusagen so eine Art Meditation macht. Das sind sozusagen so Atemübungen, wobei man ein wenig hyperventiliert, wodurch dann spezielle Stoffe im Körper frei werden und das seht ihr jetzt. Die Power-Atemzüge, die ihr gerade gesehen habt, macht man 30 Mal und dann atmet man noch einmal tief ein und einmal tief aus, sprich man hat quasi keine Luft mehr in der Lunge und hält dann einfach die Luft an, solange es eben angenehm ist. Ich packe das hier mal schnell in die Timelapse und was echt krass ist, ist wie schnell man unglaublich viel länger den Atem anhalten kann. Also ich habe es heute früh, also heute ist ja Freitag, nochmal gemessen. Und ich bin schon bei 2,5 Minuten
Und das war wirklich richtig entspannt, sprich, wenn ich es drauf angelegt hätte, weiß ich nicht, ob ich auch, also 2 Minuten 30 auf jeden Fall, 3 Minuten weiß ich nicht. Aber das ist wirklich enorm. Und deswegen, wenn euch das Ganze interessiert, schaut es im Internet nach. Ihr findet unter Wim Hof Methode, da könnt ihr auch den Online-Kurs kaufen. Kostet natürlich einen Haufen Geld. Aber auf jeden Fall zum Abchecken geht es auf jeden Fall. Ich habe es mir auch nicht gekauft, sondern einfach im Internet ein bisschen recherchiert, wie man das machen soll. Und da findet ihr auch was. Wir haben jetzt das Video fertig gemacht. Jetzt gibt es für mich erstmal ein komplettes YouTube-Update, weil mein ganzer Channel ja immer noch auf Englisch ist. Sprich, ich lade zwar schon deutsche Videos hoch, aber zum Beispiel Playlisten noch auf Deutsch. Und ganz allgemein möchte ich mir einfach viel mehr in diese deutsche YouTube-Szene integrieren, weil ich sozusagen nur englische Leute konsumiert habe. Deswegen muss ich mich da jetzt erstmal ein bisschen umschauen, neue Keywords raussuchen und so weiter, dass ich quasi besser rank. Und dann werde ich mich noch ein bisschen für Seminare umschauen, beziehungsweise habe ich da schon zwei im Kopf. Und zwar erstens Christian Bischoff, die Kunst ein Ding zu machen, am 23. und 24. September in Bielefeld. Da würde ich auch gerne den Raphael besuchen kommen, den lernt ihr dann kennen, wenn es zustande kommt. Auf jeden Fall muss ich da noch schauen, wie ich da mit dem Zug sozusagen hinkomme. Und dann eine Woche drauf die Awesome People Conference 3 in Arco. Sprich, beim Gardasee, da könnte ich quasi noch so ein bisschen Sommerurlaub für dieses Jahr mitnehmen, weil ich hatte dieses Jahr noch gar keinen Sommerurlaub. Deswegen, das war ultra cool, muss ich mal schauen, wie es alles klappt. Und let's go! Und übrigens könnte ich gerade heulen. Ich habe gerade auf meinem Handy entdeckt, dass ich noch so viele Aufnahmen für den Seminarvlog gemacht hatte, die ich aber einfach übersehen habe. Und weil ich dachte mir, als ich mir den Seminarvlog gemacht habe, dachte ich mir schon, fuck, Alter, irgendwie versteht man da gar nicht, wie ich zu dem Seminar hingekommen bin, aber ich habe alles gefilmt, richtig geile Aufnahmen, aber ich habe es einfach nicht reingebracht. Ärgerlich, aber wisst ihr, wo das Problem liegt? In der fehlenden Organisation, also ich bin ultra organisiert, ja, aber es geht immer noch besser und der Fakt, dass ich die Aufnahmen übersehen habe, zeigt das wieder. Deswegen muss ich das irgendwie noch optimieren, aber man sollte sich über sowas nie ärgern, einfach akzeptieren, weitermachen und dann läuft der Hase. Alles klar, mal kurz ein schnelles Update für euch. Erstens, wow. Wir haben ja jetzt, wann seht ihr das? Am Freitag. Das heißt, wir haben jetzt noch das Wochenende, dann haben wir noch ein Wochenende, dann ist schon Christian Bischoff und dann ist schon die APC, also die Awesome People Conference 3. Von der ich vorhin geredet habe. Und jetzt ist das Ding, dass ich eigentlich davor noch ein Seminar machen möchte. Aber, wenn ich jetzt natürlich am 23. weg bin und die Woche darauf, dann sollte ich das Seminar ja eigentlich schon am 16. oder 17. machen. Und das ist in 9 Tagen. Das heißt, ich würde sagen, wir geben Vollgas. Wir machen das da. Und ich habe auch keine Ahnung, wie, ich habe absolut keinen Plan, wer da kommen soll oder irgendwas. Aber wir machen das. Ja, glaube ich. Das heißt, wenn du Bock hast, dabei zu sein, es wird quasi wieder das, wieder ums gleiche Thema gehen wie beim letzten Seminar, nur halt mit alles verbessert, was ich aus dem anderen Seminar, aus dem ersten Seminar mitbekommen habe. Das heißt, wenn du Bock hast, schreib mir auf Instagram, @leo_eckel, findest du auch in der Bio den Link und in der Beschreibung, sorry. Deswegen schreib mir da. Dann stellen wir das alles auf die Beine. Ich denke, ich werde nur 10 Teilnehmer nehmen und ja, ciao. Ah ja, was ich vergessen habe zu sagen, ich gehe jetzt schon.